Hallo und herzlich willkommen aus Köln. Hallo zu Talk, 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 der fulminante Abschluss unserer Trilogie zum Thema Conversational Commerce gemeinsam mit Novomind. Schön, dass ihr wieder so zahlreich hier mit dabei seid. Ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten, wo wir hier nochmal tiefer bohren werden bei diesem doch so wichtigen Zukunftsthema. Damit, dass wir heute mit einem ganz besonderen Unternehmen abschließen, Ionic Skincare, so viel Zeit muss sein, Ionic Skincare, ein Unternehmen, sehr, sehr spannend, und da freue ich mich hier auf die Diskussion. Ihr könnt wie immer auch eure Fragen dann noch einbringen, wenn ihr es mir einfach machen wollt. Bitte über die F&I-Box hier die Fragen dann auch stellen. Ich berücksichtige aber natürlich auch alle Fragen, die in den Chat reinkommen. So sind wir schließlich sozialisiert worden in den letzten 18 bis 20 Monaten. Ja, ich möchte auch gar nicht mehr lange Vorrede hier machen, sondern ganz herzlich begrüßen den Mastermind hinter dieser Serie Talk, 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 Moritz Beck von Novomind. Moritz, da ist er. Dann Sebastian Hallo. Müller, grüße dich, hallo. Sebastian Müller, Otto Group Solution Provider. Sebastian, da ist er auch. Hallo, grüße dich. Und wenn ihr euch fragt, sonst macht ihr doch immer Ladies First. Ja, wir haben ein kostenfreies Upgrade hier bekommen. Wir haben niemand Geringeren als Dr. Valentin Langen, den Gründer, Co-Founder und Managing Director hier gewinnen können. Hallo Valentin, grüße von Ionic Skin Care. Und das freut uns ganz besonders, dass du dir auch die Zeit für uns nimmst. Hallo zusammen. Ja, ich würde mal sagen, beginnen wir vielleicht bei dir, Valentin, eine kurze Vorstellungsrunde, bevor wir in die Thematik springen. Noch nicht so viel zu Ionic Skincare verraten, da gehen wir gleich dann auch noch drauf ein. Ja, also ich bin Geschäftsführer von Ionic Skincare. Das ist ein Corporate Startup der Wagner-Gruppe. Was das genau macht und warum das so unglaublich spannend ist, das erklären wir dann gleich noch. Vor meinem Einstieg in den Anlagenbaumittelstand an einer katholischen Universität zu Kriegsstrategien promoviert und da auch schon Berührungspunkte mit Unternehmensgründung gehabt. Also insofern fühle ich mich in meiner aktuellen Arbeit sehr gut vorbereitet und pudelwohl. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dazu Zuschauerfragen kommen. Das hört sich wirklich hochspannend an, Valentin. Aber noch spannender natürlich das, was du jetzt aktuell machst. Ich werfe mal den Ball weiter zu dir, vielen Dank, weiter zu dir, Sebastian. Was muss man über dich wissen? Hallo, ich bin Sebastian und bin von OSP, Otto Group Solution Provider. Bin dort verantwortlich für das Themengebiet E-Commerce und war im Ionic Skincare Vorhaben in der Verantwortung der Projektleitung zum Aufsetzen des E-Commerce-Ökosystems. Ja, und last not least, Moritz, wir haben uns ja insgesamt über die Konzeption erhalten. Man kann, glaube ich, ohne dir Honig ums Maul zu schmieren, sagen, du bist wirklich der Mastermind hinter dieser Serie. Was sollte man über dich wissen, bevor wir in Mediaspace gehen? Ja, mein Name ist Moritz Beck. Ich vertrete die Novomind AG als Interim Head of Marketing und thematisch als Experte für Messenger-Kommunikation und Chatbots und habe sozusagen die dreiteilige Serie mitgestaltet und versuche, das so ein bisschen mein Tenor, Europa etwas näher an das Thema Conversational Commerce zu bringen, weil mein Hintergrund viel in Asien war und ich gesehen habe, dass das Internet sich doch durchgesetzt hat und dass man das doch ganz gut machen kann mit den Messenger. Deswegen ja, umso spannender. Moritz, den du da ansprichst, den wir ja auch dann in der Diskussion dann noch vertiefen werden, was kann man tatsächlich jetzt schon von Asien lernen? Du hast es angesprochen, ich hatte es angesprochen, Talk, 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 ein Dreiklang. Und wir begannen vielleicht, wie wir es früher so kennen aus dem Fernsehen, als wir noch Fernsehen geguckt haben, was bisher geschah. Wir haben in der ersten Folge erstmal hier auch darüber diskutiert, was ist Conversational Commerce überhaupt, was verstehen wir hier drunter. Und natürlich geht es darum, über die unterschiedlichen Kanäle, am bekanntesten sicherlich die Messenger-Kanäle, die Social-Media-Kanäle, direkt in den Austausch zu kommen mit den Usern, mit den potenziellen Kunden, die Menschen, die Märkte, die Services, die Marken näher da auch zusammenzubringen in einer großen Geschwindigkeit. Wir reden über
vollautomatisierte oder teilautomatisierte Lösungen. Da werden wir sicherlich da auch nochmal ein bisschen tiefer bohren. Wir glauben ja daran, dass es gerade in diesem Business-Umfeld die UX dann eben dadurch, dass wir ja alle privat mit diesen Diensten dann auch umgehen, natürlich gelernt ist, dass wir eine hohe Nutzerfreundlichkeit haben, dass wir die Möglichkeit haben, dass aufgrund der vielen Daten, die da anfallen, und das ist ja dann euer Job, Moritz, Sebastian, auch permanent in diesen Optimierungsloop dann auch reinzugehen. Wir reden hier, glaube ich, wirklich von Big Data oder von Smart Data, was hier dann die Grundlage darstellt. Und wir haben gesehen, es ist wichtig bei so einem Buzzword, wie so immer, wie Conversational Commerce, was steckt denn da eigentlich drin? Was ist denn da drunter, wenn ich mal die Motorhaube aufmache? Wie sieht das denn dann auch aus? Werden wir heute hier dann auch eingehen, aber dann eben, was gibt es denn für Einsatzmöglichkeiten für dieses Fahrzeug? Wo kann ich denn auch einsetzen? Wir sehen, dass wir in allen Phasen eigentlich der Customer Journey hier die Chance haben, Elemente von Conversational Commerce einzusetzen. Ich weiß nicht, werden wir vielleicht auch gerade später noch drüber diskutieren. Ich habe gestern gesagt, der QR-Code in Deutschland, der eigentlich schon totgesagt, hat jetzt natürlich durch die Pandemie eine unglaubliche Renaissance hier folgt. Da kann es anfangen darüber, aber es kann natürlich über klassisch klicken, Produkterkennung, Aktionen am POS, da kann es losgehen. Wir reden sehr stark, glaube ich, über das Thema, wie kann ich Beratung abbilden. Tatsächlich dann auch von der Beratung die Schnittstelle hin zu dem Verkauf. Das waren ja auch schon frühe Lösungen, die wir gesehen hatten von den Kollegen von Google und von anderen, dass das natürlich eine ganz spannende Geschichte ist. Ich glaube, dann geht es auch darum, wie kann ich die Experience ganzheitlich abbilden. Da sehen wir ja gerade im E-Commerce die letzte Meile, großes Thema. Natürlich geht es auch darum, sollte wieder erwarten, irgendwas schieflaufen, wie kann ich dann den Kunden dann abholen und hier auch Elemente zusätzlich zu klassischen Callcenter dann hier auch anbieten, um dann einfach eine bessere Experience zu bieten. Und ich sage mal, besonders spannend, jetzt haben wir hier ja neue Möglichkeiten, aber besonders spannend wird es ja dann, wenn die nicht eingesetzt werden in einem traditionellen Unternehmen, um dann hier tatsächlich noch weiter zu optimieren, sondern ein Unternehmen, man kann bei den vielen Preisen, die ihr gekriegt habt, Valentin, ja glaube ich nicht mehr von einem Startup hier dann auch sprechen, aber von einem Unternehmen, was vielleicht noch in der Ramp-up-Phase ist, was richtig Gas gibt. Du musst natürlich unbedingt am Anfang auch mal ein paar Sätze zu dem Geschäftsmodell und wie es ausgerechnet hier dazu kam, aus der Wagner-Gruppe heraus, das so zu gründen. Das ist ja doch was ganz anderes, als man in den anderen Feldern hier auch macht. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir doch erstmal den Blick hier vom Feldherrnhügel uns mal anhören. Hier Valentin, der hier die Strategie ja entwickelt für dieses Unternehmen. Und Valentin, vielleicht zunächst mal ein paar Ausführungen. Wie kam es erstmal zu Ionic Skincare? Das wäre der erste Punkt, weil ich glaube, das ist schon spannend. Da sollten wir auf jeden Fall ein paar Minuten drüber verlieren. Und dann, wie ging es dann in das Thema Conversational Commerce rein? Sehr gerne. Ionic Skincare ist ein Corporate Startup der schweizerischen Wagner-Gruppe und die Wagner-Gruppe selber ist ein Weltmarktführer für Beschichtungstechnologien. Also wenn man sich Sportwagen von außen anguckt, dann sind die Felgen regelmäßig weltweit irgendwo durch Wagner-Anlagen durchgegangen und so schön lackiert worden. Das gilt auch für skandinavische Bücherregale zum Beispiel oder auch für Kinder Fahrradrahmen, also alles das, was wirklich schön glänzt und wo es auf Oberfläche ankommt, da steckt die Wagner-Gruppe dahinter. Das Geschäft ist auf der einen Seite stark industrielastig, da haben wir also Anwender an den großen Anlagen, die tragen Blaumann und Sicherheitsschuhe und wir haben auch noch ein Handwerker und ein Heimwerkergeschäft, also dort werden die Produkte der Wagner-Gruppe in einer Baustellensituation eingesetzt. Ionic spricht Menschen im Bikini an, um das mal so salopp zu sagen. Was wir hier vor uns sehen, ist eine runtergeschrumpfte Industriebeschichtungsanlage und dieses Sprühgerät, an das man unten eine Vielzahl von unterschiedlichen Produktkartuschen anschrauben kann, produziert einen Sprühnebel, bei dem wir jedes einzelne Tröpfchen so steuern können, dass man perfekt am Rücken zum Beispiel beschichtet ist und insgesamt keinen
Sonnenbrand mehr bekommt. Mehr noch, wir dürfen sogar sagen, dass man mit Ionic am besten vor Hautalterung geschützt ist, also vor Umwelteinflüssen, vor Sonnenbelastung und so weiter. Das ist also sehr spannend. Die Ursache, warum die Wagner-Gruppe das für sich entdeckt hat, ist einerseits die Technologiekompetenz in der Beschichtung, auf der anderen Seite auch noch eine strategische Stoßrichtung 2015, wo der CEO der Wagner-Gruppe gesagt hat, wir wollen Innovation ernst nehmen, wir wollen wieder Unternehmen oder noch unternehmerischer werden und wir machen whatever it takes und deswegen haben wir davor keine Angst und auch vor Themen wie Conversational Commerce genauso wenig. Hm. Valentin, bevor du darauf eingehst, dann muss ich dich aber doch fragen, ist das eine Legende, dass es auch damit zu tun hat, dass du dich da im Skiurlaub hier vor Sonnenbrand schützen wolltest, dass ihr ausgerechnet jetzt auf diesen Weg hier gekommen seid? Also hat dann auch nochmal so ein bisschen Zufall nachgeholfen oder war das jetzt ein Ergebnis wirklich von einer ausgefeilten Marktrecherche? Wo könnte man dann noch eine Lücke finden, um für Beschichtung noch einen anderen Einsatzfeld hier zu erkennen? Nein, also das war kein Ergebnis eines elaborierten Innovationsworkshops. Tatsächlich habe ich mir nicht im Skiurlaub, aber am Strand den Pelz verbrannt. Und das kennt jeder von uns. Jeder hat sich schon mal irgendwo die Haut verbrannt. Und das ist schmerzhaft oder man kriegt auch diese Blasen. Und im Regelfall haben wir immer jeder für sich einzeln dann sofort angenommen, okay, das ist einfach ein Fehler, den ich selber begammert. Ich habe mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Das habe ich genauso erlebt, bloß als ich bei der Wagner-Gruppe war, den Pelz verbrannt habe, habe ich auf einmal ein technologisches Problem darin erkannt und dann, weil wir natürlich auch noch unternehmerisch sind, auch noch eine wirtschaftlich interessante Fragestellung und so sind wir damals auf dieses Thema gekommen. Also es war Zufall und vielleicht, weil du Kai mich darauf auch direkt so angesprochen hast, ich kann jedem nur empfehlen, sich auch dem Zufall mal hinzugeben und einfach mal etwas zu wagen. Wir können am Ende des Tages, wenn wir immer über Return on Investment nachdenken, alles tot kalkulieren. Cool, sehr cool. Auch dazu natürlich jederzeit, denkt dran, nutzt die Gelegenheit, auch Fragen vielleicht an Valentin hier da los, wer noch da in den Chat und F&A hier dann auch jetzt rein. Aber jetzt wollten wir tatsächlich, da hatte ich dich unfairerweise unterbrochen, Valentin, sollten wir auf die Fragen kommen. Welche Rolle spielt dann Conversational Commerce und jetzt ja für euch eine ganz neue? Du hast ja die klassischen Zielgruppen jetzt dann auch genannt, eher die Industrie, die Handwerker. Jetzt geht da auf eine neue Menschen im Bikini hier dann auch drauf und noch mit neuen Kanälen. Welche Rolle spielen sie denn für euch? Also wir haben schon vor vielen Jahren festgestellt, dass das, woran wir hier arbeiten, Ionic Skincare, dass das etwas ist, über das die Menschen gerne reden, nicht? Das kann dann der Preis gewesen sein, den wir in Las Vegas mal bekommen haben oder auch die Presseberichterstattung. Also Ionic fasziniert und ist damit per se schon ein Teil der Konversion. Stellt sich natürlich dann für uns als Unternehmer die Frage, wie können wir das nutzen, um unsere Produkte insgesamt gut zu verkaufen. Das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir hier ein technisches Gerät haben. Wir haben eine chemische Komponente, die wir unten dran klicken. Wir haben eine digitale Komponente, weil das ganze Gerät kann einen nämlich auch noch erkennen und einem auch helfen, sich besser zu pflegen und zu schützen. Also es ist nicht ganz so einfach wie eine Flasche Wasser. Und das Gespräch mit unserer Zielgruppe ist deswegen vor allem wichtig, weil wir dort die Erklärungsbedürftigkeit gut auflösen können. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Wir wollen natürlich gerne nah am Kunden sein und damit auch die Komplexität von vielen Kommunikationskanälen, die man entweder in der Hosentasche oder sonst am Device hat, die wollen wir gerne reduzieren. Und deswegen ist Conversational Commerce für uns ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt die ersten Schritte auch gemacht, haben aber sicherlich noch einen Weg vor uns. Und wie auch immer gilt, meine 2013 kam die Idee mit dem Sprühgerät auf, jetzt 2019, 2020 dann das Thema, dass wir Conversational Commerce angucken wollen. Wir werden hier genau das gleiche Durchhaltevermögen auch zeigen und wir werden das zum Erfolg bringen. Das ist ein umfassendes Projekt, vielleicht auch ein Prozess, den man ja auch anstößt, jetzt um diesen permanenten Austausch mit der Zielgruppe hinzukriegen. Vielleicht steigen wir, wenn ich das so despektierlich sagen darf, Sebastian, mal in den Maschinenraum dann auch rein. Schauen wir mal, was heißt das denn technologisch? Welchen Aufwand bedingt das? Also wenn ich jetzt Valentin höre und die Zeiträume, die er genannt hat, dann heißt das, wir reden hier nicht von wo ich mit Fingerschnipsen hier dann umstelle, installiere. Mal so deine
als Projektleiter hier deine Skizzierung des technischen Umfangs? Ja, grundlegend wurden wir ja dann beauftragt, den Produktlaunch digital mit zu unterstützen, ne? Den Ionic One Skincare, Rare quasi, ja, verkaufbar zu machen. Da haben wir quasi Anfang des Jahres angefangen, in ersten Gesprächen den Projektscope zu definieren und wie wir auf einer Roadmap zu dem Ergebnis kommen, ein Ökosystem bereitzustellen, was quasi erstmal ein Schaufenster bereitstellt, aber auch Kommunikationskanäle zur Marke Ionic Skincare. Im Wesentlichen besteht das Ökosystem, was wir dort etabliert haben im letzten halben Jahr, aus drei Komponenten. Das sind drei Softwarekomponenten der Firma Novomind. Das ist ein Produkt des Novomind iPIM, das ist das Product Information Management System, was zur zentralen Pflege und Veredelung von Produktdaten im Falle von Ionic angewandt wird. Dann ist es der Novomind iShop, der das als das zentrale Schaufenster des Produktes gilt und quasi auch über dieses Schaufenster Storytelling betreibt, also quasi dieses Produkt dem Kunden nahe bringt. Ne? Also wer die Seite schon mal besucht hat, ist jetzt nicht der typische Online-Shop, den wir dort hingestellt haben, ist halt wirklich Storytelling, viel Content, viel Erklärung mit vielen grafischen Elementen, also wirklich ein sehr hoher Anspruch an das Thema Content. Und last but not least ist auch das Thema Novomind iAgent dort platziert worden als die zentrale Omnichannel Customer Service Lösung. Ne? Sprich, der Kunde ist dort im Mittelpunkt und es werden alle Kommunikationskanäle, die Ionic bedient, über dieses Tool kanalisiert und zentralisiert und eben auch teilweise automatisiert abgearbeitet. Das sind ganz klassische Kommunikationswege wie Mail oder Telefon. Es ist dort ein Chat integriert und auch ein Chatbot-Tool. Und auch die modernen Social-Media-Kanäle wie WhatsApp, Instagram oder Facebook landen alle in diesem Tool und der Kunde steht dort im Mittelpunkt und es geht keine Konversation von ihm in Richtung Ionic in die andere Richtung verloren. Genau. So mal grob beschrieben, was wir dort im letzten halben Jahr zusammen mit Novomind als Implementierungspartner Ionic bereitgestellt haben. Ja, du hast es ja mehrfach erwähnt, zusammen mit Novomind. Deswegen die Frage, Moritz, mal an dich. Wie eng seid ihr dann auch an dem Projekt hier dran? Seid ihr gut, okay, das ist jetzt die Technologie, Sebastian, mach was draus? Oder ist es auch tatsächlich ein gemeinschaftliches Projekt, wo man dann auch mitarbeitet? Also wie viel ist da von der Stange? Wie viel müsst ihr da selber hier dann auch machen? Und wem reißt der Valentin den Kopf ab, wenn es nicht funktioniert? Nur dem Sebastian, euch beiden? Gar nicht, das macht er ja auch nicht. Aber wem klopft er denn auf die Schulter, wenn es gut funktioniert? Seid ihr das beide da hier oder wie darf ich mir das vorstellen? Moment. Du bist da. Ah, jetzt. Nein, also grundsätzlich sind wir so aufgestellt gewesen bei dem Projekt, dass natürlich USP als Solution Provider da die Hauptarbeit geleistet hat. Natürlich mit regelmäßigem Austausch mit unseren Teams. Aber prinzipiell ist eben Novomind so aufgestellt, dass eine starke Standardisierung auf Branchenebene da ist, aber eben immer wieder der Wille zur Individualisierung da ist und das eben immer auch möglich ist. Also auch unter anderem, weil wir eben sehr viel Teams auch dahinter haben und das eben dann kooperativ lösen können mit unseren Partnern, um eben bessere Kundenbeziehungen für unsere Kunden möglich zu machen. Ich will, Kai, wenn ich da einmal ergänzen darf, den Markt für intelligente Kosmetik-Sprühgeräte oder für Beauty-Devices, den gibt es so weltweit noch nicht. Streng genommen, nicht wahr? Das heißt, wir müssen jetzt selber auch in Erfahrung bringen, welche Art der konversationalen Ansprache unsere Kunden denn überhaupt gut finden, unsere Käufer, nicht wahr? Das heißt, wir sind angewiesen auf einen Partner, der es erstmal besser wissen muss als wir. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir mit Sebastian und Moritz wirklich Profis an Bord haben, die uns da helfen. Zweitens brauchen wir auch eine gewisse Flexibilität. Deswegen, vielleicht wird man auch jetzt aktuell auf der Webseite einige Bereiche sehen, die vielleicht anders ausschauen oder wo möglicherweise ein Farbton irgendwie nicht ganz passt, also im Kleinen, weil wir da ständig dran arbeiten, um eben auch voranzukommen. Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit, weil wir wollen uns tatsächlich, da kommen wir ja her mit unserer DNA, auf die Technik und tatsächlich auf den Kunden konzentrieren.
wie wir dann dort mit einer Online-Webseite dann dorthin kommen, das soll bitte schön die große Herausforderung von Moritz und Sebastian sein. Da möchte ich mich am wenigsten drum kümmern. Ne? Da haben wir die Arbeitsteilung. Das klappt wirklich hervorragend. Sehr gut. Lass uns bei dir aber auch beginnen. Jetzt, du hast das selber gesagt, eine Herausforderung bei so einem Projekt. Also ich habe jetzt verstanden, dass der Markt ist eigentlich noch gar nicht da, also eine hohe Unsicherheit insgesamt. Daraus ableitend, sagen wir mal, die Notwendigkeit für ein flexibles Vorgehen. Was sind denn sonst noch so die großen Herausforderungen aus deiner Sicht jetzt und wie sah der Projektauflauf jetzt aus deiner Sicht bis hierhin aus? Also es gibt erstmal zwei Oberherausforderungen, und die eine Herausforderung ist, wenn man im Laufe eines Webshop-Baus den Anbieter wechselt. Wir haben natürlich sehr sorgfältig auch planen. Ich meine, 14 Monate Vorlauf auch gehabt, und das war dann März letzten Jahres, und haben dann im Februar diesen Jahres dann gesagt, nein, wir wollen und wir brauchen einen neuen Partner. Und dann haben wir dann die Kollegen in Hamburg auch gefunden. Und also in wenigen Monaten etwas zu stemmen, wofür man eigentlich über ein Jahr sich Zeit genommen hat, das ist schon verrückt auf der einen Seite, aber auch bewundernswert, dass es geklappt hat. Also das war mal eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ganz allgemein, wenn ein Unternehmen, was in Stahl denkt, damit meine ich jetzt mal die Wagner Gruppe und im Industriekundengeschäft, wenn das sich auf einmal Gedanken macht, wie man ein Produkt, was mit Maiglöckchenduft beschrieben werden kann, wie man das nun veräußert und verkauft, wenn es gerade wenig Referenz oder keine Referenzdatenpunkte gibt, dann sind da sehr, sehr viele Emotionen, zu Recht auch Passion, Leidenschaft, Ängste, Sorgen, auch bei den Budgets, die wir dort bewegen, verbunden. Und da kann das, also nicht nur Emotionen, aber auch Unsicherheiten verbunden. Also es gibt viele, viele Punkte, viele Fragestellungen, die können wir eigentlich gar nicht beantworten. Und da brauchen wir dann eben auch einen Partner, der dann die Hand hebt und sagt, ich entscheide mich oder ich übernehme gerne die Verantwortung und ich mache einen Vorschlag. Oder auch, wenn wir dann, ich sag mal so salopp gesagt, am Montag sagen, wir wollen in die Richtung, und eine Woche später sagen wir, nein, wir haben uns umentschieden. Also das sind sicherlich schon einige Herausforderungen. Plus, dann kommt noch der dritte Punkt, Herausforderungen. Aber die wird, glaube ich, jeder in diesem Gewerbe auch kennen. Es gibt bei den Projektsponsoren regelmäßig Defizite im Verständnis für Webshop-Infrastruktur. Und dann solche Leute wie mich dann auch noch mitzunehmen, damit die das auch kapieren, ist dann sicherlich wahrscheinlich die größte Herausforderung von allen. Also das wären mal so drei Herausforderungen, die wir, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten und auch weiterhin auseinandersetzen werden. Aber das kriegen wir gut gelöst. Ja, das kriegen wir gut gelöst. Ist ja eine wunderbare Überleitung zu denjenigen, die es dann auch lösen. Auf der technischen Seite, Sebastian, wir haben jetzt gehört, das klingt wirklich extrem sportlich. Jetzt hohe Geschwindigkeit, hohe Flexibilität. Was waren aus deiner Sicht jetzt bei der Implementierung so die größten Herausforderungen? Wie sah der Projektablauf jetzt aus deiner Sicht aus? Also wie Valentin schon gesagt hat, war das Thema Zeitplan eigentlich so die größte Herausforderung. Das heißt, wir mussten sehr fokussiert und zielgerichtet arbeiten. Wir hatten einen klaren MVP-Gedanken an der Stelle. Und wir mussten natürlich fokussiert auf unterschiedlichen Facetten unterwegs sein. Das zum einen Thema Customizing der Standardprodukte von Novomind, aber auch eben das Vorbereiten, das Onboarden, das Austauschen mit Online-Marketing-Teams, mit SEO-Experten etc. pp. Das heißt, wir waren in vielen, vielen Facetten parallel unterwegs, was schon eine gewisse Herausforderung darstellte. Man musste halt wirklich die Themen jonglieren und aber den Fokus auf das Ziel eben nicht verlieren. Genau. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke in dem Projekt, komme ich immer wieder zu dem Thema Content. Ne? Also das Thema Content war bei uns wirklich der Schwerpunkt, und eben der Novomind iShop an sich bringt ein super Content-Management-System mit, ne? Mit einer Reihe von Standardfunktionalitäten und auch von Teasern, die genutzt werden können. Aber hier ist es halt so, dass der Content halt extrem anspruchsvoll ist, aus einigen Elementen besteht, aus Animationen besteht. Und letztendlich ist es ja trotzdem unsere Erwartung, dass der Fachbereich von Ionic diesen Content selber pflegen kann und nicht jedes Mal uns braucht, dass wir irgendwas zusammen programmieren. Deswegen war es das quasi, diese Anforderung
in Standard-Templates, in Teasern abzubilden, die letztendlich auch jemand nutzen kann, der keine IT-Kenntnis hat. Das würde ich sagen, mal so in Summe die größte Transferleistung, die größte Abstraktionsleistung, die wir in dem Projekt geleistet haben. Genau. Moritz, bevor wir nach vorne blicken, auch dein Resümee so der bisherigen, bisherigen Herausforderungen, die ihr hattet? Ja, es gilt natürlich immer auf unserer Seite, also als Softwarehersteller vor allem zu prüfen, dass eben die einzelnen Anforderungen auch auf die einzelnen Produktbereiche gemappt werden können. Und das hat in dem Projekt extrem gut geklappt, weil eben alle Beteiligten wussten, dass es nur einen begrenzten Zeitraum gibt, in dem wir eben arbeiten können und dann dadurch eben extrem genau gebrieft wurde und extrem genau auch gesprochen wurde. Das meinte Sebastian ja gerade schon. Das hat einfach wieder gezeigt, dass Priorisierung in so einem Projekt einfach the key war und einfach das zum Erfolg geführt hat. Jetzt hatte ja Valentin ja gesagt, dieses Produkt, diese das gibt es so weltweit noch nicht. Das macht ja die Herausforderung ja noch ein bisschen größer, auch überall zu gucken, wo kann ich innovativ ja dann auch ansetzen. Wenn wir sagen, bei dem Thema hier Conversational Commerce sind wir eben schnell. Du hast es eingangs ja schon erwähnt, sind wir ja bei Fernost, bei den Produktkategorien. Ich musste, wie heißt der, das weißt du besser als ich, der Lipsticking, glaube ich. Also es ist ja in Asien nochmal ein ganz anderes Thema bislang. Vielleicht, wie schätzt du das ein und wie wichtig ist es auch für dieses Projektvorhaben? Das war ein Team, wie es ja darauf hin, mitten im Fluss auch alles schon immer diese neuen Erkenntnisse dann auch mit reinzubringen. Die Frage ging an mich, oder? Ja, ging an mich. Um es eigentlich in einem kurz zusammenzufassen, ist das, was Sebastian vorhin gesagt hat, und zwar, dass es eben darum geht, dass der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht und eben nicht mehr das Unternehmen die relevante treibende Kraft ist. Das ist in Asien einfach durch die extreme Wirtschaftskraft, die dort auftritt, von bis zu 30% jedes Jahr. Die Menschen, die dort vor allem in China groß werden, die kennen das nicht anders, sondern es ist jedes Jahr Dollar höher, weiter, schneller. Und umso logischer war es eben für die Generationen, die letzten beiden, die da groß geworden sind, dass eben dieser Mobile-First-Ansatz erstmal grundsätzlich da war. Und wenn ich jetzt einen fünfjährigen chinesisches Kind fragen würde, was ein Laptop ist, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das ungefähr so ist, wie wenn ich hier in Deutschland jemanden fragen würde, was eine Kassette ist. Das ist so, ne, ungefähr derselbe Abstand. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen weiterspinne, dann ist es eben so, dass dieses Device so omnipräsent ist und so viel Raum gibt, dass ich natürlich zusätzlich auch noch in einer Welt aufgewachsen bin, die nicht wie bei uns den Step geschafft hat. Also in meiner Generation war das so, dass wir WhatsApp total cool fanden, weil wir nicht mehr die 19 Cent für die SMS zahlen mussten. Das ist schon lange her, aber das war unser Benefit. Ja? Also wir konnten auf einmal unendlich viele Zeichen schreiben und wir mussten nicht mehr 19 Cent dafür zahlen. Das war schon krass. In China zum Beispiel speziell ist WeChat, das ist so das größte Messaging-Tool, was es da drüben gibt, ist tatsächlich so erfolgreich geworden durch eine Funktion, die darin beinhaltet ist, nämlich die Sprachnachricht. Das, was wir auf WhatsApp versuchen, mit diesem kleinen Button, den man fast nicht trifft mit großen Daumen, das ist in China ein Drittel des Screens bei WeChat, weil, wie mir selbst dort vor Ort gesagt wurde, Chinesisch schreiben ist, hat ein Geschmäckle und ist sehr, sehr aufwendig, aber da reinblubbern und deswegen sieht man halt auch alle Stock-Foto-Video-Formate immer so auf den ganzen Anzeigen, weil eben das der Benefit war. So, jetzt hat aber WeChat gegenüber WhatsApp und Facebook und Co. einen ganz großen Vorteil gehabt, nämlich sie waren ganz am Anfang dieser Evolutionskette und haben die Möglichkeit gehabt, eine Plattform zu schaffen. Weil sie von vornherein wussten, okay, nur sich unterhalten ist die eine Sache, aber wir brauchen noch das gesamte Ökosystem drumherum, weil das sind alles die Fehler, die Facebook und Co. schon gemacht haben und übrigens auch StudiVZ und alle anderen Plattformen, die mal in Deutschland auch gegründet wurden. Und daraus entwickelte sich dann eben eine Plattform. Und das ist der Hauptunterschied, wenn man auf asiatische Produkte guckt, die in diesem ganzen Softwarebereich unterwegs sind, zu allem europäischen oder amerikanischen System. Dass eben Chatten oder sich, also Kommunikation an sich nur ein Teil des Ganzen sind. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was Sebastian auch schon gesagt hat. Dieses
100% auf den Kunden fokussieren, ist eben auf einer Plattform viel einfacher möglich als in einzelnen Kanälen. Also wir betreiben auch bei Novomind einen zwar sehr guten, aber auch sehr großen Aufwand, eben diese Omnichannel-Lösungen herzubauen und müssen uns mit hunderten von API-Schnittstellen irgendwo Zugänge zu den einzelnen Formen schaffen. Und die Asiaten haben es eben genau umgedreht und haben eben eine Plattform, wo sie halt alles drauf machen. Und jetzt auf Ionic Skincare betrachtet, ist das natürlich, wenn man jetzt da dran bleibt und die Sachen nach und nach weiterentwickelt, immer spannender, weil man eben nicht mehr eine eigene Marktplatzsoftware bauen muss, um sozusagen das Produkt auch woanders zu vertreiben, sondern man nimmt einfach das bestehende Ökosystem und schließt es an etwas an, was schon so distribuierfähig ist. Oder aber man sagt eben, wenn zum Beispiel sich die einzelnen Kanäle weiter öffnen, Stichwort WhatsApp Payment oder Facebook Payment, ist es für Unternehmen, die jetzt schon diese Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel jetzt Ionic Skincare, ein leichtes zu sagen, okay, dann bauen wir noch eine Zahlungsschnittstelle ein und können eben direkt den Vertrieb über den Kanal machen, ohne nochmal einen Medienbruch zu haben nach außen. Und da ist der große Benefit eben zu sagen, wir haben diese Plattformähnlichkeiten immer mehr und können immer mehr dahin gehen. Also frühzeitig auch zu gucken, wie sich Customer Experience entwickelt jetzt im asiatischen Markt. Da wäre ja auch ein Thema, ich glaube, das passt ja auch sehr gut zu Ionic Skincare, was wir in China schon stark sehen, Live-Shopping. Da sehen wir, dass das Douglas, glaube ich, in Deutschland ja auch durchaus mit einem gewissen Erfolg hier auch durchführt. Ist das auch so ein Thema? Absolut. Also Live-Shopping ist tatsächlich der Renner in Asien schon seit 3 Jahren ungefähr oder 4. Es gibt aber jetzt eben auch erste Ansätze, wie die nicht plattformgedachten Plattformen sozusagen da auch darauf reagieren können. Also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass man es auch mit Novomind zum Beispiel möglich, im iAgent gibt es ein Community-Management-Tool, was Kommentare auf Live-Postings zum Beispiel lesen kann. Und dann eben zum Beispiel einen Chatbot triggern kann, wenn jemand ein spezielles Wort schreibt. Das gibt es, sagen wir mal, wir hätten jetzt einen Livestream von einer Influencerin oder einem Influencer, der über Ionic Skincare berichtet, dann könnte man eben die Kommentarsektion screenen und wenn dann eben bestimmte Worte fallen, dann den oder diejenigen direkt per Messenger auch kontaktieren und sagen, hey, du hast dich ja während des Live-Talks dafür interessiert. Den Deep Link zu unserem Online-Shop, zu diesem Produkt, kannst du zum Beispiel hier finden. Oder wenn du weitere Fragen hast, dann melde dich bei uns und so. Also der Kunde wird eben surrounded by possibilities, sagt man. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass Konversation entsteht. Und darum geht es ja im Conversational Business. Ganz viele Möglichkeiten, bevor ich Valentin frage, was er davon umsetzen möchte oder was er davon spannend findet. Nochmal der Hinweis an die Teilnehmer, wenn wir jetzt gleich die Fragerunde dann auch öffnen, also nutzt die Chance, drängelt euch ruhig jetzt auch vor, was die Fragen angeht und nutzt die Chance hier wirklich zu diesem hochspannenden Thema, das dann auch loswerden an diejenigen, die wirklich dran sind. Und wirklich dran sein, da bin ich wieder bei dir, Valentin. Jetzt schätze ich euch ja so ein, dich auch so ein, dass du da jetzt nicht blind irgendwelchen Hypes jetzt hinterherläufst oder laufen willst. Was von dem ist denn spannend, was uns jetzt Moritz erzählt hat, wenn wir mal so einen Blick nach Osten werfen, weit in den fernen Osten hinein? Also da ist im Wesentlichen alles spannend, weil dort gibt es große Populationen, die über Wohlstand verfügen und die genauso wie wir halt dann in einer anderen Akzentuierung auch Schönheitsideale haben und auch pflegen. Dort ist dann eben dann die helle Haut unter anderem, ne? Und dem sind wir uns sehr wohl bewusst und das steht bei uns auf der Roadmap sehr weit oben. Es ist nun leider so, dass jedes kleine und jedes große Land auf der Welt unterschiedliche Anforderungen an Sonnencreme und Bodylotion und auch konnektive Geräte stellt. Und deswegen, wir müssen dann immer wieder neu forschen und das Ganze dann auch anmelden. Aber das werden wir machen. Und das Thema WeChat und Vertrieb über WeChat oder auch Customer Journey über WeChat, das ist uns auch bekannt und das verfolgen wir mit großem Interesse. Ist im Übrigen auch ein klasse Indikator, da wo die Amerikaner bei den Devices und uns voraus sind, sind die Asiaten uns bei Conversational Commerce voraus und da haben wir unsere Antennen offen und wir gehen mal davon aus, dass sich das alles dann irgendwann mal auch in Europa wunderbar zusammentrifft.
Super, also da möchte ich doch nochmal eine Nachfrage anschieben, weil das wirklich extrem spannend ist. Diese Technologien, von denen wir jetzt gesprochen haben, können ja aus zwei Gründen spannend sein. Einerseits selber im Zuge von der Internationalisierungsstrategie zu sagen, das ist ein Markt, das habe ich verstanden. Also für euch ist das natürlich, wäre es hochspannend oder ist es hochspannend, hier dann auch in China Fuß zu fassen. Und da muss ich natürlich die Sachen bespielen, die dort eben Usus sind. Die andere Frage ist ja dann auch noch, ihr schaut euch das auch an, jetzt in Bezug auf eure aktuellen Kernmärkte. Ihr seid DACH aktuell, wo ihr Gas gibt, oder das hatten wir gar nicht bislang explizit besprochen. Wie sieht das generell bei euch mit Zielmärkten aus? Also wir sind seit Spätsommer live und verkaufen über unseren Webshop. Fokus ist England. Wir nehmen natürlich Deutschland, unseren Heimatmarkt, noch mit. Und wir verstehen diese Vertriebsaktivitäten als ein Testmarkt. Wir wollen herausfinden, wie wir den Kunden am besten ansprechen, mit welchen Argumenten, und validieren unterschiedliche Teile unseres Business Models. Das können Claims sein, das kann Preis sein, das kann die Bezahlfunktion sein, das kann Produktbundle sein, das können unterschiedliche Lieferfristen sein. Also sämtliche Erwartungen, die ein Kunde hat, wenn er Geld ausgibt, die müssen wir jetzt eben im Livegang testen. Deswegen England, weil wir bisher der Meinung sind, dass Amerika aufgrund seiner Größe, es gibt nur im Wesentlichen zweieinhalb Sprachen, wenn wir Kanada noch dazu nehmen, aber auch wegen seinem Vorsprung, was die Tech-Savviness, also die Offenheit für Tech-Devices und auch Konsumverhalten betrifft, dass das ein interessanter Markt sein kann. Wir haben aber tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt in Korea, Japan und China kleine, wie soll man sagen, Markttests laufen, und auf einmal stellen wir fest, dass das vielleicht auch möglicherweise noch interessanter für uns sein kann. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen abwarten, aber es kann durchaus sein, lieber Kai, dass wir dann auch die asiatische Region priorisieren. Insgesamt können wir uns, also müssen wir keine Angst haben, uns jetzt hier wirklich über die Gebühr sputen und eilen und in Hektik ausarten zu müssen, weil wir haben 50 Patentanmeldungen weltweit. Und das, was wir hier vor uns sehen, ich habe es eingangs ja gesagt, ist nicht ganz so einfach. Das müssen andere Unternehmen mal nachmachen können. Und am Ende des Tages gilt, der Wettbewerb ist auch ein gutes Instrument. Und wenn es jemand besser kann als wir, dann haben sie es auch verdient. Also. Siehst du, sportlich? Sportlich ist eine gute Überleitung hier dann zu unserer Diskussionsrunde. Also vielen, vielen Dank bis hierhin, Moritz, Sebastian, Valentin. Hochspannend und wie nicht anders zu erwarten, sind schon die ersten Fragen eingetroffen, und ich kann euch jetzt auch ermuntern, hier dann weiterzumachen. Ich ziehe diese Frage vor, weil da beginnen wir wieder schön aus der strategischen Ebene. Also zunächst mal Dankeschön, Karin, für deine Frage. Sehr beeindruckende Innovation, Revolution im Skincare-Markt. Das geht an dich, das Kompliment. Und dann die Frage geht auch an dich, Valentin. Wie bewertet ihr das Thema Nachhaltigkeit, die ja bei Skincare ein riesiges, hochrelevantes Thema ist, nicht nur in Deutschland? Das ist richtig. Nachhaltigkeit ist für uns wichtig. Wir wissen, dass es dieses Nachhaltigkeitsparadoxon gibt. Also wir wollen nachhaltige Produkte haben, wir wollen aber keinen Cent mehr dafür bezahlen. Das ist ein Zeitgeistthema. Ich glaube, mit dem Zunahme der Aufklärung wird sich dann auch die Bereitschaft der Bevölkerung und der Konsumenten entsprechend ändern. Unser Produkt ist im Wesentlichen nachhaltig. Wir achten auf die Art der Energie, die wir verwenden. Wir achten auf die Serviceability. Wir achten auf die Produktionsfaktoren und so weiter. Wo wir noch nicht nachhaltig sind, ist die Kartusche. Die erhöht tatsächlich den Müllberg. Hat damit was zu tun. Chemische Innovationskomplexität, Hardwarekomplexität, digitale Innovationskomplexität. Wir wollen erstmal die Produkte in den Markt reinbringen, sicherstellen, dass wir die menschliche Nachhaltigkeit oder dass wir dich gesünder machen, liebe Karin. Und dann, wenn wir das Produkt erfolgreich gelauncht haben und eine gewisse Menge auch im Markt haben, dann gucken wir uns Refill an, dann gucken wir uns selber abfüllen an. Das sind dann so unterschiedliche Themen, die wir auf dem Tisch haben. Wir können das nicht alles auf einmal machen, und es ist wichtiger, dass du keinen Hautkrebs bekommst, und dann gucken wir uns den Müllberg an.
Ja, danke schön, Valentin. Im Übrigen kann ich bestätigen, wir haben ja gerade eine neue Studie Nachhaltigkeit im Zeitalter der Amazonisierung ja auch veröffentlicht, wo wir genau das sehen, was Valentin angesprochen hat, dass so sukzessive dieser Spagat zwischen Preis und Nachhaltigkeit aufgebrochen wird. Ich glaube, wir sehen es als erstes im Lebensmittelbereich, da kann man das schon relativ deutlich erkennen. Und ja, manchmal ist es doch so, wie mein Doktorvater sagte, Fortschritt ist eine Schnecke. Ich glaube, dabei bei Nachhaltigkeit, die Diskussion führen wir ja schon lange und wir handeln trotzdem anders. Vielen Dank für deine Antwort. Die nächste Frage ist jetzt hier gar nicht an einen speziell gerichtet. Greift sie euch einfach raus hier und Dankeschön nach Hamburg, gerade auch für kritische Fragen hier in der Runde. Ist das nicht alles etwas sehr zukunftsträchtig und noch gar nicht einsetzbar? Ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Reden wir hier noch über Zukunftsmusik oder ist das eigentlich doch schon da? Auch in Deutschland? Also, da ich seit, sagen wir mal, 4 Jahren zu diesem Thema missioniere in Deutschland, auch in meiner Rolle vor Novomind, finde ich, das ist noch kein befriedigendes Ergebnis im Markt. Also, ich bewundere Firmen und vor allem auch Firmenlenker, wie zum Beispiel Valentin, die eben den Mut haben und auch erkennen, dass eben die Konversation da stattfindet. Also wenn wir über 65 Millionen WhatsApp-User nur in Deutschland reden und wir halt, ich weiß nicht, wie viele wir mittlerweile sind, ich glaube 83 Millionen Einwohner, dann würde ich sagen, ist das schon ein relativ relevantes Medium, in dem eben Conversation stattfindet, ne? Und wenn man dann eben die Möglichkeiten schafft als Unternehmen, dann ist das schon sehr, sehr clever. Also ich finde, das ist noch zu wenig. Aber das ist nur meine Meinung. Ich persönlich habe dazu auch eine Meinung halt, also es sind ja wirklich die Themen wie Chatgruppen ja quasi schon halt besprochen, ne? Das ist ja auch das Thema Intent Recognition, dass ich quasi auf Basis eines Chatverlaufs mit meinem Freund oder irgendwas irgendwie einen Werbebanner eingeblendet bekomme, beispielsweise von Ionic Skincare, was ja auch in Deutschland oder Europa quasi datenschutzgrundrechtlich auch bedenklich ist. Also zum einen gibt es diese Hürden, ne? Und ich nehme aber an, dass einige Trends, die wirklich so die Customer Journey mehr convenient machen für den Kunden wirklich und vielleicht auch die digitale Faulheit noch ein bisschen befeuern, sicherlich auch noch Europa schrappen werden und sich auch hier durchsetzen werden. Vielleicht nicht mit der Pace, wie es aktuell in Asien stattfindet. Ich hatte es schon gesagt, wir haben hier natürlich Teilnehmer, die auch dann tiefer bohren und fast in jedem Talk haben wir am Ende des Tages, wenn es um technische Lösungen geht, auch eine ähnlich gelagerte Frage. Muss man, und Dankeschön nach Münster für diese Frage, muss man bei einem solchen Projekt nicht mit ausufernden Kosten rechnen? Wir haben die hohe Unsicherheit, das hattest du ja selber hier dann auch gesagt, Valentin, wir sind mitten im Flow drin. Muss man Angst haben, dass die Kosten da aus dem Ruder laufen? Vielleicht erstmal deine Sicht, Valentin, an denjenigen, der das Geld ausgeben muss? Also die Kosten laufen nicht aus dem Ruder. Das ist im Übrigen auch, glaube ich, das falsche Framing oder die falsche Perspektive. Was sicherlich richtig ist, dass Innovation, die jenseits des Üblichen liegt, also wir haben ein Fahrzeug und verändern einfach das Chassis und stellen aber die gleichen Reifen drunter und nennen das eine Innovation, also diese inkrementelle Innovation. Unternehmungen, die jenseits dessen liegen, sie haben eine gewisse Unplanbarkeit, das ist einfach so, weil es einfach keinen betretenen Pfad gibt und man muss ja selber durch den Dschungel irgendwie durchschlagen. Deswegen, bei Ionic haben wir schon zweimal den Launch-Termin auch verschieben müssen, jeweils um ein Jahr. Und je nachdem, wie groß denn das Team ist, dann laufen halt die Gehälter weiter. Ne? Plus, wenn man dann feststellt, dass man im Dschungel in die falsche Richtung gelaufen ist, dann darf man da wieder mal kurz zurückmarschieren in die andere Richtung. Also das heißt, sowas kann man sich nur leisten, wenn man diese Form des unternehmerischen Handels auch als wertvoll und wichtig erachtet und wenn man eigentlich mit der Entscheidung für so ein Unterfangen auch sagt, okay, das Budget ist abgeschrieben, das ist weg. Gleichzeitig allerdings, weil wir hier eine besondere innovative Arbeit auch machen, befruchten wir natürlich auch den ganzen Konzern und es ist sich jeder vom Ingenieur bis hoch zum CTO einig, dass die Wagner-Gruppe heute nicht da wäre, wo sie ist, wenn es nicht genau diese wertvollen methodischen oder auch kulturellen Einflüsse von Ionic gegeben hätte. Aber es ist richtig, das ist teuer. Mit Blick jetzt auf die unterschiedlichen Kostenaspekte
Ein Webshop kann man, wenn der Partner es gut drauf hat, kann man den sehr zuverlässig von der Kostenseite her planen. Da gab es also keine Überraschungen. Überraschungen gibt es dann im Zusammenspiel von Digital, Hardware und Chemie. Da gibt es weltweit keine, die das so gut wissen wie wir. Und wir müssen auch noch viel machen und lernen. Ja, danke schön, Valentin. Das beruhigt ja vielleicht jetzt schon mal den Moritz und den Sebastian, deine Ausführungen. Aber vielleicht von eurer Seite aus, wenn jetzt uns einer zuschaut und sagt, ja, wir sind aber nicht der Wagner-Konzern, wir sind jetzt halt vielleicht eher ein mittelständisches Unternehmen. Bei uns sind die Budgets besonders knapp. Können wir dem irgendwie die Unsicherheit nehmen, dass er da sich in ein Fass ohne Boden investiert? Also definitiv. Also unser Projektansatz ist ja quasi nicht irgendwie das Traumschloss zu bauen in erster Stufe, sondern wir, wie ich schon gesagt habe, nutzen wir auch den MVP-Ansatz und versuchen quasi mit dem kleinstmöglichen, was man bereitstellen kann, schon quasi einen Live-Gang zu machen. Ne? Also was ein akzeptables Ergebnis ist. Das heißt, für diesen Schritt kann man eine sehr gute Kostenplanung machen. Ne? Also wir sind da auch sehr transparent in unserem Kostenplan gegenüber den Kunden und unseren Angeboten. Und falls es dann halt wirklich Abweichungen geben sollte an der Stelle, ne, dann wird es halt klar und transparent kommuniziert und über einen klaren Change-Prozess etabliert. Also das ist jetzt nicht so, dass unsere Projekte ausufern an der Stelle. Genau. Ja, danke schön. Bevor ich die letzte Frage, die aktuell da ist, hier dann auch noch mit reinwerfe, nochmal einen Hinweis. Lars, Paul, wer noch eine Frage hat an die drei Matadoren, der stelle sie jetzt oder schweige für immer. Nein, der stelle sie jetzt oder schicke uns im Nachgang dann eben eine entsprechende Nachricht. Dann leiten wir die natürlich auch weiter. Aber hier auch wieder eine Frage, die auf die zweite knappe Ressource einzahlt, nämlich Zeit. Wir haben ja gehört, es war extrem sportlich jetzt in den letzten sechs Monate, aber damit ist das Projekt ja auch nicht abgeschlossen. Mirko, die Frage, dauert eine solche komplette Implementierung lange? Ich würde vielleicht noch die Anschlussfrage dann auch stellen, ob man vielleicht hier das auch eher als permanenten Prozess begreifen muss und nicht als ein Projekt, das irgendwann abgeschlossen ist, weil wahrscheinlich wird man ja an dem Thema permanent dann auch arbeiten. Wie seht ihr das? Also erstmal die Frage, die Kernfrage, dauert so eine Implementierung wahrscheinlich lange? Grundlegend kannst du die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, also it depends. Ne? Also da die Produkte von Novomind im Wesentlichen schon eine hohe Out-of-the-Box-Standard-Funktionalität haben, ne, kann man quasi, wenn es keine speziellen Anforderungen gibt, so ein Projekt in einem relativ kurzen Zeitraum etablieren. Ne? Also das ist ohne weiteres möglich. Ne? Die Produkte sind an sich miteinander nahtlos integriert. Also hat man quasi keinen Aufwand, die Produkte miteinander reden zu lassen und das Ökosystem aufzubauen. In dem Fall, wie ich schon auch, glaube ich, mehrfach jetzt gesagt habe, war halt das Thema Content und Content-Produktion schon herausfordernd. Und ich glaube, die Netto-Projektlaufzeit waren in Summe 4,5 Monate, ne? Implementierung, dann kam noch der Test dazu und die Go-Live-Vorbereitung. Das war schon ein ganz schöner Ritt auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Also es gab dann schon mal lange Abende, aber das haben wir dann im Endeffekt auch gerne gemacht. Aber man muss wahrscheinlich, wenn man dann den Nachteilsatz hat, man muss ja permanent an dem Thema ranbleiben. Also die Kanäle verändern sich, die Methoden verändern sich. Ja, definitiv. Also ein Webshop ist ja quasi, man stellt ja nicht den Webshop her, unterliegt ja dann dem Optimierungskreis ständig. Ne? Also ich muss Hypothesen aufstellen, was kann ich quasi, wie kann ich mich noch besser, performanter aufstellen gegenüber meinen Kunden? Ne? Man muss diese verproben. Also es ist ja ein permanenter Optimierungskreislauf, der an so einem Webshop stattfindet. Ne? Das ist ja quasi jetzt auch nichts Neues. Das ist ja Daily Business. Genau. Das beruhigt mich. Dann habe ich das richtig verstanden. Leider läuft uns natürlich bei diesem spannenden Thema und spannenden Case ein bisschen die Zeit weg. Deswegen muss ich leider schon mal die Abschlussfrage an euch richten. Ich fange mal bei dir an, Moritz. Blicken wir mal 5 Jahre nach vorne. Inwieweit haben sich die Themen, die wir jetzt in China als selbstverständlich hier dann auch sehen, inwieweit haben die jetzt echt Einzug gehalten in den Massenmarkt jetzt hier in Deutschland? Oder wird das in 5 Jahren Live-Shopping immer noch ein exotisches Thema sein und? Ja, also ich hoffe es nicht, aber wenn man realistisch ist, wäre es ein großer Fortschritt für Europa, wenn wir das Thema Mobile Payment in den Griff bekommen würden, wenn ich nicht mehr in meinem Kiosk stehen muss und vor mir dick und fett das Schild steht, keine Kreditkartenzahlung möglich, dann hat Deutschland und auch Europa schon viel geschafft. Da ist Europa weitaus weiter als Deutschland selbst.
Aber das würde ich sagen, also wenn dieser Step geschafft ist, dann auf jeden Fall. Live-Shopping ist bereits da. Da springen so viele jetzt auf den Zug auf in den nächsten Monaten. Ich glaube auch, dass wir im Weihnachtsgeschäft extrem viel davon sehen werden, gerade aus dem Retail heraus. Und das sehe ich gar nicht mehr als Zukunftsthema eigentlich, sondern das ist eigentlich was ein No-Brainer ist. Das muss nur gemacht werden. Wir haben ja gesehen, die Pandemie hat ja dafür gesorgt, dass wir inzwischen ja auch beim Bäcker bezahlen können, kontaktlos. Aber gerade, glaube ich, die Verknüpfung jetzt Messenger und Bezahlfunktion, die ist natürlich eine extrem spannende, wenn ich mir die Experience hier anschaue, über diesen Versorgungskauf dann auch hinaus. Also wir werden mehr sehen, manche Themen sind schon da, fliegen vielleicht noch ein bisschen unter der Oberfläche, gar nicht noch so bekannt, aber es wird viel, ich hatte letztens auch wieder von Bräuninger gelesen, die auch viel in dem Bereich ja jetzt auch machen mit Live-Shopping. Also es kommt. Frage vielleicht dann an Sebastian in 5 Jahren. Es kommt also, aber inwieweit wird das bei euch dann auch Daily Business sein, euch mit Conversational Commerce zu beschäftigen in euren Projekten mit den Unternehmen? Also wie viele Vorreiter, jetzige Vorreiter wie Ionic Skincare werdet ihr dann hier auch haben? Wird das, wie glaubst du von der Geschwindigkeit her, wie werden sich diese Themen durchsetzen? Das ist eine gute Frage. Also die Planbarkeit ist natürlich immer in IT-Projekten schlecht voraussehbar. Ne? Das kann ich mal dazu sagen. Prinzipiell bereiten wir uns natürlich darauf vor. Ne? Also auch wenn quasi diese Opportunitäten für uns weiterhin kommen. Ne? Also es sind ja auch mit den Produkten, die wir einsetzen, gut vorbereitet. Beispielsweise die Produkte sind grundlegend API-fiziert. Das heißt, alle Funktionalitäten, die in diesen Produkten drin sind, kann ich quasi auch ohne die Standardoberflächen benutzen. Können quasi von anderen Applikationen, ne, von Social-Media-Tools, von anderen Commerce-Tools benutzt werden. Das ist ja auch quasi eine technische Vorbedingung, die ich für Conversational Commerce brauche. Also quasi das, die Offenheit für APIs in den einzelnen Systemen. Ne. Also wir können uns darauf vorbereiten. Ich hoffe, da wird es weitergehen, weil ich auch einige Erfahrungen speziell aus dem thailändischen Umfeld habe, wo das Thema halt auch schon sehr stark getrieben ist. Ich bin auch recht optimistisch, dass ja auch die ältere Generation, die jetzt auch ein bisschen E-Commerce-affiner geworden ist, dass es da vielleicht auch Ansätze gibt, ne, erklärungswürdige Ansätze zum E-Shopping beispielsweise für die Oma. Ne. Also auch das Thema Live-Shopping, vielleicht auch 1:1 Live-Shopping bei hochklassigen, hochpreisigen Produkten. Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Business Cases. Die Technik ist da, die kann benutzt werden. Es braucht es jetzt halt wirklich Anwendungsfälle. Klingt super spannend und abschließend an Valentin gleich eine Doppelfrage. In 5 Jahren, wo steht Ionic Skincare da? Und dann, weil das zu leicht ist für dich, nochmal die Frage dann noch hinten drauf geschoben. Welche Rolle wird aus einer strategischen Sicht dann Conversational Commerce nach deiner Einschätzung hier dann spielen? Also wir wollen in 5 Jahren, eigentlich in 7 Jahren, aber verkürzen wir das mal, in 5 Jahren wollen wir ein Sprühgerät in jedem Haushalt haben. Und wer da mal durchrechnet, wird dann sofort zum Ergebnis kommen, dass wir einen erfolgreicheren Technologie-Launch hinlegen müssen, als damit die Apple iPhones damals. Aber das an dem Ziel halten wir weiterhin fest. Das haben wir mal rausgeplärt vor 2 Jahren und das verfolgen wir weiterhin. Und die Rolle von Conversational Commerce, wir werden, davon gehe ich aus, in einem Conversational Commerce sein und wahrscheinlich zu 100%. Das wird sich über die unterschiedlichen Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, die unterschiedlich alt sind, unterschiedliche auch technische Fertigkeiten haben, wird sich das ein wenig unterschiedlich darstellen. Also wir werden da keine Situation haben, wo wir auf den physischen Kontakt auch verzichten. Also ich sehe da unterschiedliche hybride Formen. Ich sehe vor allem aber auch, dass wir hoffentlich in 5 Jahren auf einen von uns als Marke oder Hersteller initiierten Conversational Commerce uns hin entwickeln. Es darf nicht ausreichen, dass wir einfach nur, ich sage salopp, einen WhatsApp-Kanal anbieten, mit dem man sich an uns wenden kann, sondern wir müssen vor allem auch über den WhatsApp-Kanal oder wenn wir sogar wissen, dass vielleicht ein Verbraucher zu einer gewissen Tageszeit oder zu einem gewissen Wochenzeitpunkt über unterschiedliche Kanäle angesprochen werden will, müssen wir das und sollen wir das wissen, um ihn dann dort auch anzusprechen mit Themen, über die der Verbraucher eventuell noch gar nicht weiß, dass sie ihn beschäftigen. Also das wird in 5 Jahren möglicherweise auch der Fall sein, wenn das für uns
als Ionic Skincare relevant ist und uns hilft, unsere Produkte besser zu verkaufen und mit dem Kunden in einem bestmöglichen Dialog zu sein, dann werden wir das auch ausprobiert haben und das, was für uns passt, dann auch im Businessmodell einsetzen. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort, Valentin. Das lassen wir jetzt hier dann auch so stehen. Zum Schluss ja ganz klar den Fokus gerichtet auf den Konsumenten. Und jetzt gucken wir mal in den Chat. Ja, das ist zum Glück keine Frage mehr, aber ich gebe Sie dann auch weiter die Anmerkung. Vielen Dank für diese extrem interessante und spannende Diskussion. Weiterhin viel Erfolg für Ionic Skincare. Und solche Innovatoren brauchen wir in der Beauty-Branche. Also das ist nochmal ein tolles Schlusswort von unseren Teilnehmern, bei denen ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken möchte, auch für die Fragen, die gestellt wurden, gerade auch für die kritischen Fragen. Aber der erste Dank gebührt natürlich euch, Valentin, Sebastian, Moritz, für eure Beiträge. Vielen Dank. Toll, dass ihr dabei wart bei Talk, Talk, Talk. Fulminantes Finale dieser Reihe. Dankeschön ganz besonders natürlich an dich, Moritz, als Initiator. Hier haben wir Novomind und Sebastian und Valentin hier, die heute wirklich das Thema super runtergedrillt haben. Danke euch dreien. Danke. Und hoffentlich bis sehr bald. Viel Erfolg natürlich für Ionic Skincare und für dieses Thema. Dankeschön. Servus. Ciao, ciao. Ja. Servus. Tschüss zusammen. Diejenigen, die noch da sind, möchte ich darauf hinweisen, es geht natürlich bei uns auch bei den ECC Web Talks auch stark weiter, inhaltsstark weiter mit spannenden Formaten. Wir werden die Arena für Commerce in die zweite Runde schicken. Auch die Arena für Commerce wird international, und zwar nächste Woche Dienstag am 19.10. geht es mit einem sehr spannenden B2B und B2C-Case und vier Dienstleistern, die zeigen, wer Lösungsanbieter, die zeigen, wie es gehen kann. Und wir gehen am 21., also auch schon in der nächsten Woche, schauen wir uns das Thema Business Messaging an. Auch das hier eine gute Anknüpfung zu dem heutigen Termin. Und dann geht der Schlag auf Schlag auf Schlag bis in den Dezember rein. So bleibt uns unbedingt gewogen und weiterhin so zahlreich an den Web-Talks frei. Und wer jetzt noch nicht Clubmitglied ist, könnte es natürlich direkt werden, so wie es selbstverständlich Novomind hier dann auch schon ist. Werdet jetzt für dieses Jahr kostenfrei Teil der Community. Ihr könnt von dem ersten Moment an direkt in den Download-Bereich gehen und euch die spannenden Studien anschauen. Die letzte ECC-Club-Studie beispielsweise zum Thema Social-Media-Kanäle und die Kaufimpulse, die über diese Kanäle ausgelöst haben. Und da haben wir da ja schon gesehen, vielleicht das, um auch die Studie auch neugierig zu machen, dass das, was uns Moritz heute ermöglicht hat, nämlich den Blick nach Osten, dass er sich jetzt dann auch schon lohnt, mehr Kaufimpulse, die über TikTok ausgelöst werden, als über YouTube, wenn wir es über alle und alle Produktkategorien hinweg dann auch sehen. Also super, super spannend. Also, werdet Mitglied im ECC-Club, nehmt wieder teil an unseren Web-Talks. Für diese Woche war es das auch noch nicht, weil wir werden heute Nachmittag uns anschauen, das Ende der Cookies. Und was bedeutet das? Da freue ich mich auch schon sehr auf den Beitrag 14 Uhr mit zwei Damen von Diconium, die uns dieses Thema dann ausführlich nahebringen. Also ich hoffe bis später, ansonsten spätestens bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss aus Köln.